Nach meiner Bundeswehrzeit und einiger Zeit Berufstätigkeit hat der Alkohol mal überhand genommen. Wenn ich morgens wach werde, wo kriege ich meinen Alkohol her? Wie kann ich ihn finanzieren? Jo, saufen, arbeiten, verträgt sich nicht, saufen kostet Geld. Und wenn das Geld für den Alkohol drauf geht, kann ich keine Miete zahlen. Eine ganz einfache Kiste. Obdachlos, naja, weiter gesoffen und ging es halt nur noch steil bergab. Und irgendwann ist es einem scheißegal. Dann säuft man weiter, ist ja eh alles zu spät, hast ja eh kein Dach mehr über dem Kopf, es interessiert sich keiner mehr für dich. Für wen eigentlich noch? Also lebst du nur noch zum Saufen. Jo, es war ein sehr strenger Winter und hatte über Wochen hin Schmerzen in den Füßen. Gehst du mal ins Krankenhaus, lässt du mal nachschauen, da hatte ich mir die Füße erfroren. Nur das Problem war halt, dass ich dann jeden Tag Angst hatte, meine Füße zu verlieren, weil das wurde auch vom Chefarzt da sehr explizit gesagt, wenn das in den nächsten Tagen nicht besser wird, werden die Füße amputiert. Und irgendwann muss es ja mal Klick machen. Das ist ein schmerzhafter Weg. Ich bin selbst schuld, dass ich gesoffen habe. Und da muss man aber auch irgendwann lernen, dass man auch nur selbst wieder da rauskommt. Wenn das Leben einen Sinn hat, die Frage stellt man sich ja öfters. Und wenn es eine höhere Macht gibt, und die gibt es, da bin ich mir sehr sicher, dann gibt es einen Lebensplan. Und der Plan für mich, der war noch nicht fertig, sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Und man muss irgendwann erkennen, dass es das nicht gewesen sein kann, denn jeder Mensch hinterlässt Spuren. Dann frage ich mich in so einem Moment, welche Spuren habe ich hinterlassen? Dass ich besoffen auf einer Parkbank gelegen habe, ist das meine Spur? Redet keiner mehr drüber. Wie der Lebensmut zurückkommen ist, wollte ich ehrenamtlich was tun. Jo, da bin ich dann ins diakonische Werk und habe dann als ehrenamtlicher Fahrer hier angefangen. Ja, und so bin ich reingerutscht. Hier in der Tafel ist es wie eine Familie. Man tauscht sich aus, man frühstückt zusammen, man unterhält sich. Jeder hilft mit. Das, was ich hier tue, ist der Sinn meines Lebens. Ich gebe einen Teil deren, was ich erfahren habe, wieder an die Gesellschaft zurück. Weil ich weiß, was es heißt, wenn man Hunger hat und wenn man nichts zu essen hat. Wo ich obdachlos war, hat es keine Gießener Tafel gegeben. Gerade dadurch, dass ich es geschafft habe, aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen und diese Erfahrung auch weitergeben kann und auch weiter mitteilen kann. Und wenn es dem einen oder anderen hilft, was ich erlebt habe, und er vielleicht dadurch erfährt, dass nicht nur alles schlecht in dieser Welt ist, dann hat es seinen Sinn erfüllt. Dann hat mein Leben einen Sinn ergeben, wenn andere diesen Weg nicht gehen müssen.